Bundestagswahl mit einem starken Ergebnis einen radikalen Politikwechsel erzwingen. Und vor allem müssen wir nach der Wahl auch liefern und die anderen Parteien im Parlament vor uns hertreiben. Deshalb müssen wir gestandene Kandidaten nach Berlin schicken, denen wir zutrauen, unsere Ideen kraftvoll und mit Nachdruck umzusetzen. Und um es nochmal klar und deutlich zu sagen, innerparteiliche Streitigkeiten wie in Stuttgart müssen auch innerparteilich ausgetragen werden und sonst nirgends. Durch meine fast 30-jährige Arbeit in Vereinen, Kirche und Gemeinderat weiß ich, wie Politik funktioniert, was geht und was eben nicht geht. Ich heiße Marc Bernhard, bin 44 Jahre alt, von Beruf Rechtsanwalt und Betriebswirt und Geschäftsführer eines Karlsruher IT-Unternehmens mit rund 400 Mitarbeitern. 2013 bin ich in die AfD eingetreten. Seit Januar 2014 bin ich stellvertretender Sprecher der AfD Karlsruhe Stadt. Und seit Juli 2014 bin ich für die AfD Stadtrat im Karlsruher Gemeinderat. Bei der Landtagswahl war ich Landtagskandidat im Wahlkreis Karlsruhe West. Dort haben mein Team und ich bis zur völligen Erschöpfung gekämpft. Wir haben in Karlsruhe über 300.000 Flyer verteilt, über 6.000 Plakate aufgehängt, mehr als 40 Infostände und zahllose Veranstaltungen durchgeführt. Und letzte Woche bin ich von meinem Kreisverband zum Direktkandidaten im Wahlkreis Karlsruhe Stadt gewählt worden. Als Vater von zwei kleinen Kindern, als Patriot und als jemand, der es gewohnt ist, Verantwortung zu übernehmen, war für mich klar, dass ich mich der fatalen Entwicklung in unserem Land aktiv entgegenstellen muss. Und aus langjähriger Erfahrung weiß ich, dass politische Ideen und Vorstellungen nur mit Geschick, Beharrlichkeit und Entschiedenheit umgesetzt werden können. Seit mehr als einem Jahrzehnt bin ich Mitglied der Geschäftsleitung bzw. Geschäftsführer von größeren mittelständischen Unternehmen. Damit bin ich für Hunderte von Arbeitsplätzen verantwortlich und kenne die enormen Anforderungen an unsere Wirtschaft, aber auch die Wünsche, Bedürfnisse und zum Teil auch Ängste der Mitarbeiter. Nach über 20 Jahren Kampf für konservative und patriotische Werte innerhalb der CDU und im Bundesvorstand der Jungen Union bin ich 2013 völlig frustriert von all meinen Funktionen zurückgetreten und aus der CDU ausgetreten. Einer Partei, in der innerparteiliche Willensbildung nur noch von oben nach unten stattfindet, es nur noch um Machterhalt geht, eine Politik gegen das eigene Volk, gegen die Zukunft unserer Kinder betreibt, konnte ich nicht länger angehören. Die Triebfeder meines politischen Engagements und meiner heutigen Kandidatur ist nicht Geld oder Karriere. Karriere habe ich schon gemacht und Geld verdiene ich auch genug. Meine Triebfeder ist die existenzielle Bedrohung der Zukunft meiner und unser aller Kinder. Mir geht es um die Zukunft unseres Vaterlands und deswegen ist es mir auch egal, dass ich als Bundestagsabgeordneter deutlich weniger verdienen würde als heute. Und vor allem stehe ich für klare Inhalte, für Volks- und Bürgerentscheide auf allen Ebenen. Denn wenn in Deutschland das Volk wirklich mitbestimmen dürfte, dann gäbe es keine, absolut keine der großen Krisen, in denen sich unser Land heute befindet. Es gäbe keine Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, keinen Euro und erst recht keine Asylkrise. Zu Deutschland gehört das Christentum, das Judentum, die Aufklärung und vor allem die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Im Gegensatz dazu gehören Bischöfe, die auf dem Tempelberg ihr Kreuz ablegen, Kinderehen und der Islam nicht zu Deutschland. Und das muss auch für unsere Kinder so bleiben. Grenzen zu sichern, alle abgelehnten Asylbewerber abzuschieben und den Familiennachzug vollständig abzuschaffen. Die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten, ist die Kernaufgabe des Staates und zwar ohne Kompromisse und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Vor allem muss Opferschutz endlich wieder Priorität vor Täterschutz haben. Stopp der Frühsexualisierung von Kindern. Ich habe zwei kleine Kinder mit 5 und 7 Jahren und ich will nicht, dass mein 5-jähriger Sohn im Kindergarten, wie von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gefordert, über das Thema Selbstbefriedigung und Homosexualität zwangsaufgeklärt wird.
glauben, was wir brauchen, sind mehr eigene Kinder statt Masseneinwanderung. Denn eines darf nicht passieren, dass wir zur Minderheit im eigenen Land werden. In Deutschland ist das größte Armutsrisiko Kinderreichtum. In Frankreich dagegen zahlt ein Normalverdiener ab dem dritten Kind praktisch keine Steuern mehr. Genauso ist es richtig und genauso muss es gemacht werden. Liebe Freunde, mit Ihnen zusammen will ich von ganzem Herzen und mit voller Kraft dafür kämpfen, dass in Berlin endlich wieder Politik für das Volk gemacht wird und dass wir, die AfD, die Kartellparteien vor uns hertreiben. Treten wir ihnen ordentlich in den Hintern! Und dafür notwendige Erfahrungen, Kenntnisse und vor allem Charakterstärke bringe ich mit. Ich bin es gewohnt, im Team zu arbeiten und verliere das gemeinsame Ziel auch nicht aus den Augen. Es ist Teil meines Berufs, Projekte zum Erfolg zu führen. Darauf können Sie sich auch in meinen Einsatz im Wahlkampf und insbesondere in der AfD-Fraktion verlassen. Deshalb kandidiere ich heute und dafür, meine sehr geehrten Damen und Herren, dafür bitte ich Sie heute um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank.